Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir wollen mal gucken, was wir hier so vorhaben heute. Also ein bisschen Honig ist hier wieder fertig geworden. Gießen müssen wir natürlich auch wieder. Fangen wir mal hier direkt an. Ja, und unser Mais ist hier das erste Mal fertig geworden. Vielleicht ernten wir zuerst. So, und den Mais können wir öfter ernten als nur einmal. Da haben wir extra ein bisschen mehr angepflanzt am Anfang. Damit wir dann hier auch ein bisschen Geld verdienen können. Im Frühling gab es bisher noch keine Pflanzen, die man dann öfter ernten kann. Aber das kommt vielleicht im zweiten Jahr. Manchmal kriegt man dann auch noch mehr Samen zum Angebot. Und dann wollen wir mal gucken, wie der nächste Frühling denn aussieht im neuen Jahr. Aber bis dahin kommt ja erst noch der Herbst und der Winter. Da werden wir noch einiges vorhaben. Da haben wir gar nichts, glaube ich. Oder freigelassen. So, nochmal auffüllen. Mann, Mann, Mann. So, hier, die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Nicht, dass wir den meisten Mais hier liegen lassen. So, dann geht's hier unten weiter. Ich glaube, wir müssen noch mal auffüllen. Das ist echt viel zu gießen und ja, die meiste Energie geht hier drauf. Deswegen werden wir den Rest des Tages leider nicht mehr so viel machen können. Aber irgendwie müssen wir ja zu Geld kommen, damit wir dann auch unsere Werkzeuge verbessern können. Dann geht das Ganze ja auch ein bisschen schneller. Oder wir stellen mehr Sprinkler her. Das wäre auch von Vorteil. So, es ist 9.20 Uhr. Das Ganze dauert hier natürlich auch immer so seine Zeit. So, wie sieht es hier drin aus? Euch beiden geht's gut. Das ist schön. So, zwei Eier haben wir wieder. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Tierchen wieder raus. So, was haben wir denn für Eier? Zwei normale. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Fünfmal. So, hier hätten wir den Mais, den neuen. Ach, den verkaufen wir einfach mal. Dann können wir gleich mal gucken, was das gibt hier. So, alles weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, wir gehen unsere Runde und ich würde sagen, die restliche Energie verwenden wir vielleicht später auf dem Hof. Aber ich würde jetzt erstmal sammeln gehen. Oder wir machen das mit Tierchen hier, dass wir noch ein paar Tiere sammeln. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und wir müssen darauf achten, dass wir hier die Kokosnüsse sammeln.
Da gibt das nämlich auch gut Geld für. Ach, guck mal, die sind überall reif hier. Schön. Ja, 11 Kokosnüsse schon hier. Natürlich gucken, ob wir wieder jemanden treffen, dem wir hier die Blume geben können. Ui, noch mehr Blumen. Die legen wir direkt mal hoch. Hallo, Raphael. Hallo, Jürgen. Hat dir das Fest gestern gefallen? Ich habe es nett gefunden. Pablo und ich waren im Gasthaus, um mit unserer Nichte Valentina gemeinsam zu Abend zu essen. Sie hatte nämlich letzte Woche Geburtstag. Pablo schenkte ihr eine Geode. Er dachte, es würde ihr gefallen, Schätze zu finden, aber da hat er sich wohl getäuscht. Hast du die Legenden über Zauberei auf dieser Insel gehört? Ein Haufen dämliches Gefuchtel und Gemurmel, wenn du mich fragst. So, hier ist der Hibiskus. Ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Hoffentlich liege ich falsch, denn es wäre wirklich cool. So, wir gucken uns natürlich auch hier noch um. Mal, den können wir auch schon mitnehmen. Das kostet zum Glück keine Energie, hier gegen zu hauen. Oh, was passiert? Oh, ich glaube, sie ist hingefallen oder so. Oh, ah, Quallenstich, das tut so weh. Ich meine es ernst, Leute. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig. Warte, 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 das kenne ich. Ich habe es in Pauls und Annes Show gesehen. Du musst draufpinkeln. Oh, Igitt. Wenn es sein muss, muss es sein. Ich opfere mich für die Gemeinschaft und mach's. Aber... wenn ich es mir nochmals überlege, dann glaube ich, ich kann nicht, wenn all die Leute zusehen. Auf mich pinkeln, nie im Leben. Wo ist der Strandwächter, wenn man ihn braucht? Shem. Kein Grund, dir in die Badehose zu machen. Vergiss das Märchen mit dem Pinkeln. Bin ich froh, dass das geklärt ist. Ich habe mich nicht gerade darauf gefreut, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Entspann dich, wir brauchen bloß Essig und warmes Wasser. Und fang nicht an, auf dem Stich herumzukratzen, okay? Okay, okay. Hier ist eine Flasche Essig, die sollte helfen. Und jetzt behandeln wir diesen Stich mit einem Essigbad und etwas warmem Wasser. Ja, geht doch. Wäre das auch geklärt? Oh, Krebse. Sieh nur, Papa, sie spielen. Na, 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 wir dürfen nicht zu laut sein, sonst verscheuchen wir sie noch. Und das wollen wir nicht machen. Nein, gnädige Frau, wir wollen das nicht machen. Okay, hier ist immer was los. So, die wollen wir auch mitnehmen. Hallo Rai, wie geht's dir? Ich wollte ja Welpentürtchen für das Fest machen, aber dann war ich zu faul. Oh, nun ja, das passiert einfach mal. So sehr ich Kaffee auch liebe. Ich will ihn auch nachhaltig verkaufen und konsumieren. Lokal einkaufen und all das. Apropos, baust du eigentlich Kaffee an? Und wenn ja, kann ich dir vielleicht welchen abkaufen? Ich achte sehr darauf, wenn meine Kunden gerne Kaffee trinken und natürlich auch darauf, welche ihre Lieblingssorten sind. Der Astrophysiker Waku etwa trinkt seinen Kaffee nachmittags und Alia früh am Morgen. Ja, genau, sie ist Kampfpilotin beim Militär. Ist oder war, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, sieh an, dankeschön. Bitteschön. So, wir schauen mal hier kurz in den Mülleimer rein.
Und da oben gibt es auch noch ein, zwei Palmen, glaube ich. Da waren wir aber schon. Beziehungsweise, ja, da wachsen keine gerade. Hier aber. Und die nehmen wir auch mit. So, dann können wir ihnen gleich noch eine Pflanze geben. Das Rodeo war toll. Meine Schwester hat sich das Bein verrenkt, aber hey, alles nur zum Spaß, oder? Deine Farm ist gleich dahinter dem Bach, stimmt's? Ich mache heute eine kleine Pause und versuche einfach Zeit im Freien zu verbringen. Es ist schließlich Sommer, oder? Ah, vielen Dank dafür. So, auch die nehmen wir mit. Ach, guck mal, da ist sie. Die Nina, die Villa ist zu groß für mich alleine, aber ich weiß, Mutter wäre außer sich, wenn ich sie gegen eine kleinere Hütte eintauschen würde. Das könnte ich sowieso nie. Das ist das Haus meiner Kindheit. Es ist ganz und gar unmöglich, dass ich diese Villa abreiße oder verkaufe. Oh, ich muss dir eine lustige Geschichte über Luke erzählen. Einmal haben wir bei ihm beim Tempel in der Nähe der Villa Geister gejagt. Es war dunkel und ich habe mich von ihm fortgeschlichen, während er um den Tempel herumging. Ich habe mich vor ihm versteckt und als ihm das aufgefallen ist, hat er immer und immer wieder meinen Namen gerufen. Dann bin ich hervorgesprungen und habe ihn erschreckt. Er ist umgefallen und hat geweint, geweint und geweint. Ich kann es kaum fassen, dass diese Heulsuse jetzt so groß ist. Tja, auch kleine Kinder werden erwachsen. Das ist fabelhaft, vielen Dank. Ja, kein Problem. Machen ja hier gerne Geschenke. So, nehmen wir mit. 34 schon. Eine Spitzschnecke. Hier den Rittersporn könnten wir noch mal verschenken, wenn wir jemanden treffen. Ja, hier vielleicht an ihn, an den Oliver. Es war so lustig, gestern mit Taco zu spielen. Ich wünschte, wir könnten einen Hund haben, aber unser Haus ist ein bisschen zu klein, denke ich. Papa tut immer so, als wäre frische Luft das Wichtigste überhaupt. Er meinte, sie wäre gut für Kinder wie mich. Was meint er damit? Ist sie nicht für alle Kinder gut? Ich meine, ist frische Luft für Valentina etwas schlecht oder so? Heute ist ein guter Tag für Eiscreme, glaube ich. Du hast recht, jeder Tag ist ein guter Tag für Eiscreme. Das sehe ich ganz genauso. Ist das für mich? Ich habe nicht einmal Geburtstag, danke. Kein Problem. So, dann wollen wir hier unten nochmal nachgucken. Das ist ja auch mal ein paar Palmen. Es ist immer unterschiedlich, wie viele Kokosnüsse hier runterkommen. Ich glaube, das geht so von 1 bis 3 in etwa. Ja, hier spielt Valentina, hier spielen sie Volleyball. Ist auch nett. Mal gucken, ob wir den kriegen hier. Ein Pflaumenspanner. Wage einen Ritt und riskiere einen giftigen Stich. Nein, danke. Den können wir auf jeden Fall spenden. Das ist schon mal gut. Haben wir für sie was? Komm, wir schenken ihr die hier, weil wir ihr noch keine zwei Geschenke gemacht haben. Wir hatten gestern den schönsten Sonnentag für das Tierfest. Das hat für die richtige Stimmung gesorgt. Ich habe eine Idee zur Verbesserung der Gemeinde. Die Bibliothek sollte mehr Bücher über außerirdisches Leben besorgen. Ich stelle das nur fest, es herrscht definitiv Interesse für diesen Bereich. Nicht nur von mir. Mal sehen. Noah vielleicht auch? Und ich. Falls du kein Koffeintyp bist, ein kurzer Dauerlauf ist auch ein ziemlich gutes Mittel, um wach zu werden. Bei mir funktioniert es. Es ist so cool, danke. Guck mal, da haben wir unsere Beziehung zu ihr schon in den Goldmodus versetzt. Also ein goldenes Herz steht jetzt schon vorne. So, einmal an der Palme wackeln. Was haben wir hier noch? Weitere Kokosnüsse. So, vielleicht kommen wir ja sogar noch auf die 50. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kokosnüsse auch schon gesammelt haben. Müssen wir mal gucken. So, Rittersporn. Weißt du, Butter, mein Baby, hat beim Fest so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube echt, Butter ist der neueste Star der Stadt.
Nun ja, klar arbeite ich noch immer freiwillig in der Schule, im Sommer, im Herbst, das ganze Jahr eigentlich über. Ich würde das nicht als Kleinstadt bezeichnen, hier leben so viele Menschen. Meine Güte, mit den Inselbewohnern ist es schwer mitzuhalten. In ihrem Leben ist immer etwas los. Ah, du bist süß, dankeschön. So, und hier das Schmuckkörbchen für dich. Mir sind ein paar Bilder von den Enten gelungen, wie sie gestern zu Theos Musik getanzt haben. Das hat mich fast dazu inspiriert, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Ich habe heute 2 Stunden für meine Frisur gebraucht und der Wind hat alles wieder ruiniert. Ach, wie nervig. Im Haus wird es langweilig, ich arbeite lieber im Freien in der Natur. Das ist eine viel schönere Kulisse. Ah, danke Jürgen, das ist süß von dir. So, dann können wir hier das eine Tierchen schon mal abgeben, würde ich sagen. So, kommen wir auf 61. Ja, mühsam, aber stetig. Würde ich mal behaupten. Na, wer möchte was? Eine Sonnenblume für Noah. Aber natürlich. Machen wir dann am nächsten Tag. Ich glaube, heute schaffen wir das nicht mehr. Dann möchte ich dann lieber hier unsere Runde zu Ende machen. Und dann suchen wir Noah einfach am nächsten Tag einmal auf. Eine Libelle. Oh, schönes Kleid hat sie an hier. Die Anna. So, weißer Hibiskus. Den bewahren wir uns mal auf. Für zu Hause. Kam wahrscheinlich in die Truhe. Rittersporn, den können wir verschenken. Der Soldatenkäfer. Ich wollte Archie dazu bringen, dass er seinen Lieblingsstein zum Fest mitnimmt, aber er wollte nicht. Ich glaube, er wollte lieber mit den Hunden herumlaufen. Ich bin ein bisschen besorgt, wenn Archie willerisch beim Essen ist. Manchmal will er wochenlang nur ein oder zwei bestimmte Dinge essen, aber gut, dass er einen gesunden Appetit auf Aktivitäten im Freien hat, sogar in dieser Hitze. Vielleicht denke ich zu viel darüber nach. Ich muss dieses Wochenende mal zum See gehen und Schalotten sammeln. Bist du sicher, Jürgen? Vielen Dank. So, die können wir auch verschenken. Aber dann schon mal 2. Gehen hier nochmal hoch. Und plündern hier den wir einmal. So, dann können wir den nämlich auch gleich verschenken, wenn wir jemanden treffen. Vielleicht geben wir nochmal das Stück... Die Stadt runter hier vorne. Vanillefalter. Riecht schlecht und kann so seinen Feinden aus dem Weg gehen. Okay, den haben wir auch noch nicht gespendet. Schön. So kommen ein paar Tierchen zusammen. Hier passiert auch nochmal was. Archie, hallo. Hallo! Hi Archie, was machst du? Viel zu tun, viel zu tun. Ich sammle heute Steine. Sieh nur, wie viele ich schon gefunden habe. Bringst du die alle nach Hause? Ich weiß nicht. Ich fürchte, Mama wäre nicht gerade erfreut, wenn ich das machen würde. Aber ich glaube, ich kann ein paar davon nach Hause mitnehmen. Welche soll ich denn nach Hause tragen? Oh, der hier gefällt mir. Er sieht aus wie ein Hintern. Sehr schön. So, vielleicht haben wir ja Glück und die Schmiede hat noch auf. Dann können wir hier unsere... Ne, die haben leider schon geschlossen. Schade. Jetzt hätten wir unsere Kisten nochmal aufbrechen können. Ein Tigerschwalbenschwanz. Ein Violinenkäfer. Und ein kleiner Waldsatyr-Schmetterling.
gucken mal. Aber die haben wir schon gespendet. Die wandern dann bei uns in die Kisten. So, warte mal, Takebar. Zieh deine Schuhe aus, bevor du zu Bett gehst, Taro. Nicht, dass du die Decke schmutzig machst. Im Sommer gibt es nicht viele Besucher bei der heißen Quelle. Das überrascht mich zwar nicht, aber ich wünschte, es würden mehr Leute hier vorbeikommen. So, können wir ihnen gar nichts schenken. Schade. Will er nicht haben. Noch ein Vanillefalter. Da, ihm können wir noch was schenken vielleicht. Dieser Trick, wo Taco herumgetanzt ist. Luke hat ihm das beigebracht. Aber ich habe es vorgeschlagen. Trauben zu züchten ist nicht schwierig. Sie wachsen quasi von selbst. Du bist ein Freund meines Sohnes Luke, nicht wahr? Ich habe euch beide schon ein paar Mal in der Stadt gesehen. Ich bin froh, dass er neue Freunde findet. Ein Geschenk, vielen Dank. Ah, da sind auch noch ganz viele unterwegs hier. Ling, ich habe mich gefreut, beim Fest so viele Haustiere zu sehen, denen man angesehen hat, dass gut für sie gesorgt wird. Randy und ich haben wirklich über unsere Hingabe zur Bildung zusammengefunden. Mir gefällt der Gedanke, dass wir beide leidenschaftliche Beamte sind und deshalb harmonieren wir wahrscheinlich so gut. Wir haben dieselben Ziele. Im Ozean findest du Seetang. Sammle etwas davon, okay? Beim Gasthaus ist eine Stelle, von der du aus tauchen kannst. Seetang wird dir auf der Farm von Nutzen sein. Keine Sorge, der Seetang rund um diese Insel gilt als erneuerbare Ressource. Im Vergleich zu Landpflanzen weist eine sehr hohe Wachstumsrate auf. So, dann schenken wir ihr noch die weiße Hibiskus. Sie bedankt sich. Und Randy, die Kinder werden noch eine Woche lang über das Fest reden, da bin ich mir sicher. Ich versuche in meinem Unterricht möglichst relevante Themen zu behandeln. Ich würde den Schülern zum Beispiel das eine oder andere über die Korallenriffs dieser Welt beibringen. Und vielleicht kann ich im Herbst etwas über verschiedene Feste erzählen und zeigen, wie das Erntedankfest bei anderen Kulturen der Welt aussieht. Lea liebt es, im Sommer am Strand zu sitzen. Ich habe sie allerdings noch nie ins Wasser gehen sehen. So, Moment. Hier, der Rittersporn ist für dich. Was ist denn das für mich? Das weiß ich sehr zu schätzen, Jürgen. Vielen Dank. So, dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Können wir hier das eine Tierchen nochmal abgeben. Es war herzerwärmend, dabei zuzusehen, wie Oliver mit den Tieren gespielt hat. Er hatte so viel Spaß. Im Sommer ist hier richtig was los. Der Strand, die Hütte, die Menschen sind voller Energie. Ich bin froh, dass wir hier in Starlet Town ein gutes Café haben. Aber um ehrlich zu sein, mag ich grünen Tee lieber als Kaffee. Sag das aber nicht Rai. Grüner Tee hat jede Menge gesundheitlicher Vorteile. Möglicherweise bewahrt er das Gehirn sogar vor dem Alterungsprozess. Aber in erster Linie mag ich den Geschmack. Okay, haben wir hier schon zweimal Geschenke gegeben. Das ist ja interessant. So, da haben wir den Vanillefalter abgegeben. Und dann gehen wir oben zurück durch den Wald. Kira, wir haben die ganze Nacht gebraucht, um all die Tiere wieder in die Scheunen zu bringen. Ich kann dir nicht beibringen zu kämpfen. Geh einfach da raus und tu es. Finde deine Stärke selbst und nimm eine Rüstung mit. Jeder kann Flöte spielen, du musst dir nur eine besorgen und durch das Mundstück blasen. Ah, hübsch von außen und von innen. Danke, lieber Nachbar. Es ist leicht zu lernen, aber wirklich schwer zu meistern, das Flöte spielen. So, mit Lea hatten wir schon gesprochen, mit ihm aber noch nicht. Jack, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem mein alter Hahn die Hauptattraktion ist. Ein stolzer Moment, sag ich dir. Je mehr du das Futter aufwertest, desto besser wird die Qualität deiner tierischen Produkte sein. Ich bin froh, dass Kira nicht mehr jagt. Dass ich ihr das nicht zutrauen würde. Wegen der Hitze, meine ich. Wow, du hast dich mit der ganzen Geschenkesache wirklich ins Zeug gelegt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Kein Problem, mein Lieber. Gehen wir nochmal einen Rittersporn. Gucken nochmal, ob wir jemanden finden, dem wir das geben können. So, es wird auch langsam spät, liebe Leute. So ein bisschen gucken. So, Energie ist auch fast aufgebraucht. Ein paar Tiere können wir noch fangen. Bin mal gespannt, was wir für die ganzen Kokosnüsse bekommen.
So, eine Wespe nehmen wir noch mit. Zwei Plätze haben wir noch frei jetzt. Es wird langsam eng. Können wir bei dir noch was kaufen? Regal hier mit drei Fächern. Ja, nichts Besonderes. Der war zu schnell weg, der Käfer. Den habe ich auch zu spät gesehen, tatsächlich. So, hier haben wir nochmal eine Palme. Und dann gehen wir hier oben lang. Da war nichts mehr in dem Gang. Vielleicht ist hier oben noch was. Auch nicht. Ein Scaritis-Käfer. Ja, Tiere können wir jetzt nicht mehr fangen. Das ist vorbei. Mit 10 Energie brauchen wir das nicht versuchen. Ich gucke jetzt hier oben nochmal. Ah, guck mal da. Nochmal eine weiße Ah, die Pflanzen werden wir wohl nicht mehr los. Oh, unser Inventar ist voll. Was machen wir? Ich schmeiße hier den Schrott weg. Dann nehme ich lieber den Rittersporn mit. Weiß jetzt nicht, ob sich das in die Richtung noch lohnt, weil wir keinen Inventarplatz mehr haben. Aber wir machen das trotzdem mal. Okay, den kriegen wir noch mit. Ein paar Sachen haben wir ja, die stacken können. Problematisch ist es immer mit den unterschiedlichen Qualitäten der Sachen. So wie jetzt. puh. Ach, wir haben so viel Müll. Ich glaube, den Müll schmeiße ich weg. Okay. Dann schmeißen wir nochmal den Kompost weg. Lieber die Blumen mit hier. So Leute, wir sind wieder zu Hause. In heimischen Gefilden. Die fünf kommen da auf jeden Fall rein. So, lass uns mal gucken. Da haben wir jetzt fünf von. Da auch. Der Rest sieht gut aus. So, haben wir hier Wespen schon? Die haben wir. Den haben wir noch gar nicht. Haben wir aber schon mal gespendet. So, Datenkäfer können wir verkaufen. Libelle haben wir zweimal. Violinenkäfer haben wir zweimal. Den können wir auch verkaufen. Und Vanillefalter haben wir erst gefunden. Okay, das sieht gut aus. So, dann haben wir noch irgendwo die etwas besseren Tierchen. Hier zum Beispiel. So, Rest wird verkauft, Leute. Beziehungsweise, ja. Müssen wir mal gucken. Die Blumen behalten wir natürlich. So, hier haben wir nochmal zweimal Mayonnaise. Ja, müssen wir natürlich auch auffüllen hier mit der Zeit. Was haben wir jetzt hier? Hibiskus Honig. Hatten wir noch gar nicht. Guck mal, Rittersporn ist gut, dass wir da was reingelegt haben. So, ich fülle noch mal unsere Gießkanne auf. Und dann wollen wir mal den Tag beenden. Guck mal, was der Tag hier so gebracht hat. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Blumen verschenkt. Hochgestuft in der Nahrungssuche. Wir können einen Pilzblock herstellen. Unsere Fähigkeitspunkte bekommen wir hier auf Stufe 6 und die maximale Ausdauer erhöht sich um 3. Die Beziehung zu Alice, Rai und Sunny hat sich erhöht und wir haben ein bisschen Geld eingenommen. Hier die Landwirtschaft, der Mais hat jetzt noch nicht so viel gebracht,
aber wir haben ja auch erstmal viel in die Kisten gelegt und hier die Nahrungssuche, guck mal, haben wir fast 2000 Gold nur durch die Kokosnüsse gemacht. Das ist schon echt spannend hier, dass man da gut Geld machen kann mit 2509 Goldstücke, da kommen wir auf 5409. Sehr schön. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.